Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kennst du das Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Leere, Sinnlosigkeit? Wenn das die Zustände sind, die dein ganzes Leben überschatten und du bisher durch nichts es geschafft hast, es zu ändern und darunter leidest, dann empfehle ich dir dieses Video. Ich werde auf die eigentlichen Ursachen eingehen und wie du das wirklich auflösen kannst, ohne dich mit sinnlosen Konzepten an der Oberfläche zu verzetteln. Mein Name ist Gopal, ich bin Traumatherapeut und beschäftige mich schon sehr lange mit den inneren Vorgängen und den Vorgängen auf der Beziehungs- und Bindungsebene. Wenn wir uns hoffnungslos und sinnlos und leer fühlen, dann kann das temporär mal so sein aufgrund äußerer Umstände, da ist nichts dran zu ändern. Jeder geht durch solche Zustände mal durch, aber sie hören auch wieder auf. Was anderes ist, wenn das der Grundpegel deines Lebens ist. Wenn du in deinem Inneren dieses schwarze Loch hast und es im Wesentlichen alles darum kreist, also wenn das wie so das Fundament deines Innenlebens ist, die Ausgangsbasis, das, worum sich alles dreht, dann geht es darum, da mal genauer hinzuschauen. Wenn wir diesen Zustand so benennen können, dann sind wir schon ein Stück weiter. Dann ist es kein abstraktes, ungreifbares, leeres Loch mehr, sondern dann können wir sagen, ah ja, das nennt man so. Das, was da in mir ist, wie es mir geht, das heißt so. Das hat diese Etiketten. Hoffnungslosigkeit, Leere, Sinnlosigkeit. Wir können es so benennen und damit bekommt es einen Namen, eine Form, etwas Greifbares und hört auf, diffus und nebulös zu sein. Das ist also auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt, das zu realisieren. Das nächste ist, dass wir realisieren oder wissen, dass diese Hoffnungslosigkeit, leere Sinnlosigkeit, dass der Verstand versucht, das erklärbar zu machen mit heutigen Umständen. Das heißt, der Verstand wird dir sagen, das liegt daran, dass du keinen Partner hast oder dass du beruflich keine Erfüllung hast oder dass du nicht in einer schönen Gegend wohnst oder dass du keine Kinder hast oder was auch immer. Der Verstand wird dir also eine Erklärung liefern und das nach draußen projizieren auf deine heutige Lebensumgebung. Und damit erscheint das real. Das scheint ein kohärenter Raum zu sein, der mit deiner jetzigen Umgebung und deiner Situation angeblich zu tun hat. Das ist jedoch nicht der Fall, sondern was da passiert ist, dass dieses schwarze Loch in unserem Inneren, das ist seit der Kindheit da. Und es hat mit den Umständen heute gar nichts zu tun. Sondern das ist, wird nur projiziert, damit das irgendwie sich rund anfühlt, damit das irgendeinen Sinn macht, sonst würden wir diese Diskrepanz ständig spüren und das wäre noch unangenehmer, noch unerträglicher. Dieser Zustand von Hoffnungslosigkeit, Leere, Sinnlosigkeit betrifft immer die frühe Bindungserfahrung. Die ganz frühe Bindungserfahrung, vielleicht sogar pränatal, ja oft pränatal oder nach der Geburt, wenige Monate oder Jahre nach der Geburt. Das ist das, wo das entsteht. Wenn ich also keine adäquate Bindung und kein Gegenüber habe in dieser Zeit, dann entsteht diese Not. Zu Recht, weil als Baby, als kleines Wesen brauchen wir das. Und wenn wir das nicht haben, dann ist es auf eine Art sinnlos. Das ist das, was uns Sinn gibt, weil wir das zum Überleben brauchen. In dieser frühen Phase unseres Wachstums brauchen wir eine Form von Kontakt und Bindung. Und wenn da fast nichts war, dann entsteht dieses schwarze Loch. Und wir merken dann im Heranwachsen eben nicht, dass sich die Umgebung geändert hat. Und dieses Loch lebt weiter in uns. Und unbewusst erschaffen wir dann ein Leben um uns herum, was dieser Leere und Bindungslosigkeit immer noch entspricht. So, und um das auflösen zu können, müssen wir
von der Projektion, wie, was das angeblich mit den äußeren Umständen heute zu tun hat, zurückkehren und uns erstmal eingestehen, dass in Wirklichkeit wir glauben, dass der Kontakt zu anderen Menschen hoffnungslos und sinnlos ist. Das ist der nächste Schritt. Zu realisieren, eigentlich glaube ich, dass der Kontakt zu Menschen und das, was im Kontakt mit anderen Menschen stattfindet, dass das hoffnungslos und sinnlos ist und mir nicht hilft, angeblich. Oder dass es nicht möglich ist, was das Gleiche ist. Also nochmal, es geht darum zu realisieren, dass wir dieses Loch, dieses schwarze Loch, nicht auf irgendwelche Umstände projizieren, sondern einen Schritt weiter ist, dass wir sehen, dass wir es eigentlich auf die Beziehungsebene projizieren. Dass der Versuch der Kontaktaufnahme, die Begegnung mit Menschen, das, was im Kontakt und in Beziehung ist, dass mir das, dass das entweder nicht möglich ist oder mir nicht hilft, dass es nicht zu einem Wohlgefühl und zur Lösung führt. Das ist die eigentliche Projektion. Also man könnte sagen, da ist das Konzept der Gedanke, dass der Kontakt zu anderen Menschen nicht möglich oder sinnlos und hoffnungslos ist, dass es nicht zu einer Lösung und zu einem Wohlgefühl und zur Auflösung dieses Horrorzustandes führt. Um das aufzulösen, geht es darum, noch einen Schritt weiter zu gucken. Und zwar geht es darum zu schauen, warum glaube ich, dass der Kontakt sinnlos ist. Wir haben die ganze Kindheit als Projektion im Kopf. Als Kind war die Erfahrung real, aber die Projektionen heute sind nicht zwangsläufig real. Und das Loch von Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit und Leere wird durch Projektionen erschaffen. Und das sind Gedanken im Kopf. Und der erste Ausgangspunkt hatte ich ja schon gesagt, die Idee, der Gedanke, dass der Kontakt nicht möglich oder sinnlos ist. Aber warum ist er nicht sinnlos? Warum ist er sinnlos? Warum ist er hoffnungslos? Warum ist Beziehung und Kontakt hoffnungslos? Da müsstest du schauen, was du da für Gedanken hast. Und das können Gedanken sein wie: Der andere wird mich doch irgendwann verlassen. Oder der andere kann gar nicht sehen, was ich brauche. Oder der andere wird aggressiv. Es ist also ein weiterer Gedanke da, in jedem Fall, der die Erklärung angeblich dafür liefert, warum denn der Kontakt zu anderen Menschen und Beziehungen komplett sinnlos und hoffnungslos ist. Da ist ein Gedanke darunter, der das angeblich begründet. Ich finde doch niemand, der zu mir passt. Auch wenn wir jetzt Kontakt haben, werde ich doch irgendwann verlassen. Derjenige kann überhaupt nicht wahrnehmen, was ich brauche. Der interessiert sich für mich gar nicht und so weiter. Also es sind Gedanken, die den anderen betreffen, warum aufgrund seiner Situation und seiner Konstitution der Kontakt scheitert. Und wenn ich das rausgefunden habe, was ich da denke, dann habe ich im Prinzip den Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Eine dritte Komponente dieser Projektion ist noch, was an mir angeblich das Problem ist. Und da ist dann in der Regel zu finden mein starkes Bedürfnis nach Nähe oder mein Gefühl nach Einsamkeit und Traurigkeit. Das wird dann als Erklärung benutzt, was mich betrifft, warum der Kontakt scheitert oder sinnlos oder hoffnungslos ist. Also nochmal, wir müssen schauen, was der Kopf für Gedanken erzeugt, um den Kontakt heute immer noch scheitern zu lassen. Also mit welchen Gedanken zerstöre ich den Kontakt und die Beziehungen heute? Was lege ich da drüber, um das zu ruinieren? Und das sind die Gedanken, die der Erfahrung als Kind entsprechen. Kontakt und Beziehung sind sinnlos. Sie sind angeblich sinnlos, weil es nicht zu einer Lösung führt, weil angeblich ich mich dadurch nicht regulieren kann und mich nicht wohlfühlen kann. Angeblich, weil der andere mich dann doch verlässt, weil er meine Bedürfnisse nicht wahrnehmen kann, weil er so und so und so irgendwelche Sachen hat, warum der Kontakt nicht möglich ist. Und als dritte Komponente,
was ich auf mich selbst projiziere, dass mein starkes Bedürfnis nach Kontakt, meine Traurigkeit, meine Einsamkeit, dass das für den anderen nicht zu handeln ist und dass deswegen der Kontakt scheitert. Also es ist ein Gebilde, ein Konglomerat von Gedanken, mit denen ich erkläre mir selber, warum heute immer noch kein Kontakt möglich ist und sinnlos ist. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann habe ich 50% von dem Ganzen schon aufgelöst. Dann weiß ich, wie mein Kopf das schwarze Loch von Leere, Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit in mir erzeugt. Jede Sekunde neu. Ja, das geht ununterbrochen. Wenn ich das also habe, dann geht es nur noch darum, jemanden zu finden, der bereit ist, mit mir in einen ehrlichen Austausch zu treten. Das kann zum Beispiel jemand, ein Partner sein zum ehrlichen Mitteilen. Es kann auch ein Therapeut sein oder ein spiritueller Lehrer. Und dann muss ich mich eben auf eine Art tatsächlich zwingen, dieses Konglomerat mitzuteilen. Weil das ist das, was diese Menschen eben ihrem Gegenüber, die dann ja auftauchen, verschweigen. Sie sind damit identifiziert, mit diesen Gedanken, und deswegen werden sie verschwiegen, sie werden nicht mitgeteilt und dadurch werden sie als real erlebt. Also geht es darum, nicht zu versuchen, diese innere Not aufzulösen, sondern es geht darum, diesen ganzen Komplex an sich mitzuteilen. Das ist die Lösung. Also ich erzähle meinem Gegenüber, was der Kopf für Gedanken hat, warum der Kontakt sinnlos ist und hoffnungslos, und ich berichte von meiner inneren Not im Sinne des ehrlichen Mitteilens. Also ich fühle mich einsam, ich fühle mich traurig, mein Kopf denkt, ich brauche ganz viel Zuwendung, mein Kopf denkt, dass unser Kontakt sinnlos ist, weil das und das und das und das. Und mit dem Mitteilen dieses Konglomerates an sich trete ich auf Erwachsenenebene in Kontakt. Und das ist das, was das dann letztlich auflöst. Der reale Kontakt auf der Erwachsenenebene ist das, was dieses schwarze Loch auflöst. Was es nicht auflöst, ist die Idee, dass ich diese Zuwendung brauche, die ich früher nicht bekommen habe, in der Hoffnung, dass das mich retten wird, dass es das auflöst. Und erstens wirst du so jemanden nie finden, der dir diese Versorgung gibt, wie du die als Baby früher gebraucht hättest. Und zum Zweiten, wenn so jemand tatsächlich da wäre und das machen würde, würde dich das verrückt machen, weil du eben ein Erwachsener bist und nicht eine mütterliche Zuwendung brauchst wie ein kleines Kind, sondern du brauchst die Erwachsenenebene. Und die Erwachsenenebene in Kontakt zu treten, ist eben das, was in uns ist, mitzuteilen. Also nochmal zusammengefasst, wenn du schon lange unter Hoffnungslosigkeit, Leere, Sinnlosigkeit leidest, dann mach dir klar, dass sich das auf die Idee bezieht, dass der Kontakt und die Beziehung zu Menschen nicht möglich oder hoffnungslos ist. Und dann schau nach, welche Gedanken du dafür als Erklärung hast. Und dann teile diese innere Not und dieses Gedankenkonstrukt, mit dem du dich eben damit von den Menschen heute trennst, immer noch, das selbst in die Kommunikation bringst, statt dieses schwarze Loch auflösen zu wollen. Also bring das schwarze Loch und das Ganze drumherum in Kontakt, in die Mitteilung, und versuch nicht, es weghaben zu wollen. Und das ist die Lösung für das Ganze. Und es ist wie immer in fast jedem Video, es ist immer und immer wieder die Bindungsebene, die uns die Lösung bringt. Und das Hinschauen dahin ist schon der Anfang, und das Mitteilen und das Erfahren der Reaktion ist die Lösung.